Hallo, mein lieber Stier. Freut mich, dass du hier bist und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Legung, welche Tür wir sich öffnen. Ich möchte gerne schauen, was uns die Karten mitteilen wollen, was sich da als nächstes für dich eröffnen will, was sämtliche Bereiche betreffen kann. Es ist eine zeitlose Legung, das kann jetzt schon bei dir sein oder es kommt erst noch. Und du selber entscheidest auch natürlich, ob du dich dieser Türöffnung hingibst. Bedenke auch bitte, dass diese Legung allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Stiere zutreffen muss. So, mein lieber Stier, welche Tür will sich denn als nächstes für dich öffnen? Was will sich da eröffnen für Stier? Acht der Münzen. Stier, das hat etwas mit Geduld zu tun. Es kann sein, dass du in einer Aufgabe schon drin steckst oder das Ganze noch vor dir hast. Und zwar ist es so ein Erschafferding, wo man selbst etwas erschafft, macht, was man mit Geduld, mit Fleiß und auch mit viel Feingefühl durchsetzen muss. Das habt ihr aber auch. Vielleicht seid ihr gerade kurz davor, etwas fertigzustellen. Ne? Das ist diese Türöffnung, dass ihr das Ganze für euch sicherstellen könnt, fertigstellen könnt. Aber ihr wisst selber, dass das Ganze Geduld braucht und sehr viel Feingefühl. Das ist auch ein Talent, was ihr ausüben könnt, was ihr ausüben könnt. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie jemand da ein Tattoo fertigstellt. Das kann auch sowas sein. Auch etwas Künstlerisches. Nicht mit viel Feingefühl. Wir gucken mal, Stier. Was ist hier mit Acht der Münzen? Worum geht's da? Wow. Sieg, Erfolg. Das ist die Siegeskarte. Es geht darum, erfolgreich zu sein in dieser Angelegenheit. Zu siegen, ans Ziel anzukommen. Das ist auch die Begeisterung anderer Leute, ne? Dass man Bewunderung bekommt von anderen Menschen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Vielleicht machst du etwas bei dir zu Hause, am Haus, im Garten oder auch so auf der Arbeit. Oder das ist eine neue Tätigkeit, was du gerade für dich ausübst. Jedenfalls wird das etwas sehr Erfolgreiches sein, was du fertigstellen kannst, was für dich auch Erfolg bringt. Wir klären das mal auf. Was ist denn hier los, Stier? Oh, da haben wir auch schon den Bär. Noch eine Karte. Und die Münzen, ja klar, mein lieber Stier. Selbst ins Vertrauen kommen, auch selbst die Stärke haben, den Mut haben und die Kraft dazu haben. Du selber hast ganz viel Geduld und Kraft in dieser Angelegenheit, was mit materiellen Dingen auch zu tun haben kann, mit Bodenständigkeit. Vielleicht bringt das Ganze ja auch Geld. Selbst der Macher sein, der Erschaffer. Ja, das kann auch hier eine Belohnung anzeigen, ne? Das ist eine Autoritätsperson vom Chef, Belohnung vom Chef. Oder etwas, was du selber machst, was du selber für dich entwickelst. Was haben wir denn da im Hintergrund? 69. Ja, Herbst. Etwas zu Ende bringen, runterfahren, fertigstellen, zufrieden sein. Etwas zu Ende bringen. Wir gucken mal, was jetzt noch hier die Orakelbotschaft sagt, Stier. Was haben wir hier als Orakelbotschaft für Stier noch? Oh, spüre die Heilkraft von Klängen und Musik. Ja, vielleicht hat das auch was mit Musik zu tun. Aber es kann auch sein, wenn du das Ganze da machst, fortführst, dass du deine Ruhe mit Musik findest. Vielleicht hörst du Musik dabei und ja, spürst die Klänge und kannst dich dabei entspannen. Klänge, das kann auch in der Natur sein. Ne? Da hört man ja auch Klänge. Du solltest dich hier in dieser Angelegenheit auch mal entspannen, relaxen und wie schon gesagt, vielleicht durch Musik, wenn du
bestimmte Songs hörst oder so, dass du dann runterfährst, runterkommst oder dich nochmal regenerierst und dann weitermachst. Stier, ja, ich danke dir für Zusehen. Vielleicht konntest du ja irgendetwas daraus ziehen oder eine Bestätigung erhalten. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss.